So Leute, wir sind hier im neuen Park in Hamburg, in meiner Heimatstadt, mit einem ganz, ganz besonderen Menschen, den wir auf der FIBO kennengelernt haben. Wow, dieser Junge, er macht so viele Sachen, wo mein Herz aufgeht, ähnlich wie Karim. Ne? Es gibt wenige Krieger des Lichts, die wirklich zu 100% das leben und nicht, ey, ich will Follower, ich will dies, ich will das. Bitte stell dich einmal vor für unsere Zuschauer. Ja, moin Aaron, cool, dass ich hier im Video bin. Ja, ich bin der Mietje, ich komme aus Hamburg und ich mache seit 9 Jahren Calisthenics. Und in Hamburg habe ich das Projekt Calix mitgegründet und wir machen halt Calisthenics überall in den Outdoor-Trainingsanlagen. Also in ganz Hamburg gibt es jetzt seit Corona auch immer mehr so Outdoor-Sportanlagen. Also ihr sorgt dafür, dass diese Dinge auch... Also ich hab zum Beispiel den Park mitgeplant, also mit dem Bezirksamt. Boah, und auch verschiedene andere Anlagen in Hamburg habe ich halt mitgeplant, also Ideen. Kann man das ähnlich sehen wie Hood Training in Bremen? Die haben ja auch ganz viel, sag ich mal, ihre Hände im Spiel, dass es da schöne Calisthenics Parks langsam gibt. Genau, also Calix ist im Endeffekt auch aus Hood Training aus Bremen entstanden. Krass. Also Calix ist ursprünglich auch aus Bremen. Aber wir haben das dann in Hamburg angefangen. Krass. Und sind jetzt halt in einem, also sind ein gemeinnütziger Verein. Und machen auch halt Vereinstrainings so für Leute, die mit Calisthenics anfangen wollen. Und darüber hinaus halt auch so Training for free für die Kids. Zum Beispiel in den Sommerferien haben wir auch ein Angebot, weißt du, wo alle mitmachen können. Also wir sind im Park, wir sind die Trainer und jeder kann gerne vorbeikommen, mit uns trainieren. Das heißt, ich könnte jetzt meine Söhne oder meinen Neffen zu dir schicken, weil mein Neffe ist zum Beispiel 6, der kann schon 5 Klimmzüge. Das ist krass. Ja, mehr jetzt, ne? Der ist beim Turnen, der kann Acid. Und ich gehe dann, wenn ich die Zeit habe, gehe ich mal mit ihnen raus. Und dann machen wir ein bisschen, ballern wir ein bisschen am Gummiband, ein bisschen Muscle-Up üben und so. Und ich, guck mal, das ist das, was fehlt, finde ich. Weil wir haben Leute wie Karim. Wir blenden Karim einmal ein. Silbersack Hutchim. Der macht Kampfsport. Dann haben wir Kelly X. Diese, das ist so krass, weil wirklich ihr versteht gar nicht, was für ein energetischer Aufwand das ist, mit Kindern zu arbeiten. Vor allem, Kinder sind nicht wie Erwachsene. Er ist jetzt, was ich noch nicht verraten habe, das wird jetzt unser neuer Coach, unser Calisthenics Coach. Ja, genau, weil ich möchte gerne, komm Herr Schiller, wir wollen, und Moritz hinter der Kamera, wir wollen gerne die Sportart Calisthenics in Deutschland gerade auseinandernehmen. Weißt du so, ich finde keinen 40-Jährigen, der 2 Meter ist und 115 Kilo wiegt, weißt du, und der krasse Sachen kann. Ich sehe nicht mal irgendjemand in meiner Gewichtsklasse, der mehr als 10 saubere Klimmzüge kann. Das heißt, ich bin jetzt schon sozusagen auf dem Level, aber ich möchte das Ding groß machen. Ich möchte gerne mit Menschen wie dir diese Sportart und Andi wirklich groß machen, weil ich glaube, viele Menschen tun sich schwer, fit zu werden, weil sie unbedingt diesen Druck haben, ich muss mich in Fitnessstudio anmelden, wo man einfach selbst im Winter, Leute, wir haben es doch im Winter gezeigt, wie wir hier trainieren. Also wir haben jeden Tag, wo ist denn der Park? Da drüben, ne? Da drüben. Festland, genau. Bro, und für mich war eklig, weil ich bin zu groß, ich muss mein Knie immer einziehen. Hier ist gut, weil hier sind auch höhere Stangen. So. Der Park ist auf jeden Fall richtig cool, also auch voll zentral, so direkt von der S-Bahn, Reeperbahn, so 2 Minuten zu Fuß. Ey, hast also, du so gut gemacht, perfekt. Also wirklich, auch mit der Planung, man merkt, dass jemand seine Finger... Vor allem, was mir gefällt, ist, dass ihr so eine Art Parcours-Ding noch dazu gebaut habt. Dass es halt so eine richtige Vielfalt ist. Ne? Erklär uns mal, Coach, wie fängt es jetzt an? Also, du hast jetzt Athleten, ich und Sheila, wir sind jetzt, sag ich mal, nicht unfit. Wie würdest du jetzt unser Trainingsplan gestalten, dass wir jetzt, sag ich mal, die nächsten Monate, weil wir werden uns so oft treffen wie möglich und werden für euch diese coolen Videos machen, wo wir wirklich Skill-Training machen, wo er uns wirklich zeigt, wie wir irgendwo hinkommen, weil ich will zum Beispiel den Frontlever lernen. Was ist der erste Skill? Du wahrscheinlich Muscle-Up? Bei mir ist das der Muscle-Up. Genau, weißt du so? Das heißt, wir haben 2 verschiedene Wünsche. Wie gehen wir jetzt an diese ganze Sache ran? Ja, also bei Calisthenics ist ja der Begriff schon schöne Kraft so, deswegen halt möglichst schön ausführen. Also das ist so das Wichtigste. Echt? Und dann viel Kontrolle, Technik. Das ist halt immer wieder wiederholen. Regelmäßigkeit ist sehr wichtig. Und halt die Grundkraft natürlich, die ist bei euch halt schon gut vorhanden, weil ihr schon fit seid. Aber da kann man halt dann auch viel an den Basics auch arbeiten, an der Technik, an gewissen Routinen, dass man sich einfach dann stetig steigert. So in Richtung Frontlever muss man halt schauen, dass man die richtige Ansteuerung hat. So. Also wie aktiviere ich meinen Core richtig, dass ich den auch gut halten kann und nicht, dass meine Hüfte durchsackt zum Beispiel und ich so einen Bananen-Frontlever habe. So. Und dann ist halt gut, einfach die Übung, Core-Stärkung und die richtigen Übungen, richtigen Drills. Also da gibt es im Endeffekt gar nicht mal, also es gibt natürlich 1000 Übungen, aber die wichtigsten sind eigentlich die Progression
das können wir auch gleich sonst einfach einmal machen oder ich zeige euch das gleich, dann einfach die Progression zu halten und nicht zu skippen, also nicht zu schnell, zu weit und zu viel wollen, weil man muss halt erstmal die Basics, Progression und dann langsam sich hocharbeiten. Ich glaube, das ist immer mein Problem. Ja. Ich bin immer viel zu schnell. Ich ungeduldig bin so halt, ungeduldig. Ja? Also wenn es um Sport geht, ne? Da bin ich echt, da will ich viel. Ich habe zum Beispiel so lange gebraucht. Mein Ziel war es, 70 Kilo auf Reps zu machen. Weighted, weißt du? Und Alter, wie oft habe ich die 70 probiert? Und es ist immer so, weil ich gerade immer wieder probiert habe, das ist ja diese Ungeduld, habe ich mich gar nicht auf den Basic-Training konzentriert und gesagt, mach 40 10-mal. Mach, weißt du, dann 42,5 10-mal, anstatt immer wieder nur 3 Wiederholungen mit 50 zu machen und mit 60 und unbedingt dann, weißt du, und jetzt habe ich es halt durch diese, sag ich mal, Geduld hinbekommen. Letztens war sehr, sehr schön für mich, da habe ich 3-mal 70 gemacht und mein Ziel ist halt 80 und dann irgendwann 100. Also so ist halt, aber ich habe gemerkt bei Streetlifting, Calisthenics, es ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt, dass du einfach jeden Monat die größten Progresses machst. Ich habe manchmal... Manchmal geht es so wieder runter oder so und dann aber wieder hoch. Was ist das? Du musst halt regelmäßig sein und du darfst auch dein Ego nicht halt, also dein Ego musst du komplett ausschalten, auch wenn du vielleicht denkst, du kannst schon Frontlever Full machen, dann mach lieber eine Progression weniger, dafür sauberer und ein bisschen länger, dass du halt auch verletzungsfrei bleibst und dann auch langsam dich hocharbeitest, weil sonst bist du schnell raus dann. Ja, dann lass uns gleich loslegen, würde ich sagen, oder? Chili, hast du noch was zu sagen? Nee, ich freue mich, jetzt geht es. Gibt es eine Art, machen wir uns warm? Wie würdest du dich jetzt warm machen? Oder muss ich mich warm machen? Oder ist das warm machen ist sehr wichtig. Sehr also wichtig. Handgelenke, vor allen Dingen für Muscle-Up jetzt, wegen dieser Transition. Handgelenke, Schultern, Ellenbogen, eigentlich alle Gelenke sind sehr wichtig. Ich verrate dir was, ich habe ein gebrochenes Handgelenk. Gehabt oder ist immer noch? Ja, genau. Und jetzt? Schambein. Es müsste operiert werden. So ist wahrscheinlich schwierig dann. Ich kann zum Beispiel nur das. Okay. So deshalb mache ich halt, siehst du, alles auf Fäusten. Ja. Mein Handstand, zum Beispiel wie der Handstand-Push-Up, den übe ich ja auch auf Fäusten. Weil ich will einfach so, ich weiß, ey, viele würden sagen jetzt, okay, mein Handgelenk ist gebrochen, ich mache keine Dips, ich mache gewisse Sachen nicht. Ich will einfach nur zeigen, ey, no excuses. Ja. Ne? Bisschen Schultern so kreisen. Gestern habt ihr Dips gemacht? Ja. Und es war gut, weil ich habe mit 75 gestern so 5, also ich hätte 10 Wiederholungen schaffen können. Weißt du? Ja. Also ich mache halt jetzt gerade Reps in Reserve. Ja, ein bisschen so. Genau. Und versuche halt nicht zu viel. Laut zu gehen. Ja. Ein bisschen Ellenbogen. Und ein bisschen, ein paar Kniebeugen sind auch immer gut. Okay, also wir fangen mit Frontlever an oder Muscle-Up? Was meint ihr? Ja, Frontlever. Das ist Frontlever. Also ich kann Muscle-Up, also ich brauche kein Muscle-Up. Aber clean Muscle-Up? Ja, den kannst du ja gleich bewerten. Okay. Weil Calisthenics ist immer, muss clean sein. Ich weiß. Weißt du? Alles andere zählt nicht. Ja, also Frontlever kann man hier gut üben. An der Bar. Ich habe meine Schuhe ausgezogen, ist leichter ohne Schuhe halt. Aber mit kann man auch machen, dann trainiert man halt noch ein bisschen mehr. Ich ist auch gut. Auf den Boden. Also zum Warm-up können wir einfach ein paar Australian Pull-ups noch machen. Also einfach so rudern zur Stange und versuchen, Schulter nach hinten, Brust raus und dann richtig schön aus dem Rücken ziehen. Bisschen verschiedene Grips, bisschen einfach reinkommen in diesen Pull. Mach die mal hier. Ich glaube, bei mir machen die da keinen Sinn. Okay, nice. Also Pull, schön Warm-up. Was ich auch immer gerne mache, ist mit so einem Band, also Resistant Band, so ein bisschen Warm-up. Ich hole einfach mal. Kann man verschiedene Sachen machen. Was zum Beispiel geil ist halt für Frontlever ist, wenn man muss da schon auf die Hüfte achten halt, dass man Becken nach vorne kippt, Bauch anspannt, Arsch anspannt. Nicht dieses Hohlkreuz, sondern quasi das nennt sich Posterior Pelvic Tilt, so zack, rein. Und in der Position kann man probieren, jetzt mit geraden Armen so runterzuziehen. Schultern schon nach hinten, das ist schon dieser Frontlever-Move. Oder du ziehst halt ein bisschen hier zum Warm-up einfach so ein bisschen reinkommen. Genau. Könnt ihr mit denen und mit denen. Genau, also hier schon hinstellen. Brust raus, Schulter nach hinten, Hüfte nach vorne. Und dann in der Position, in der Spannung ziehen. Nach unten, genau. Genau, gar nicht zu weit nach hinten, sondern eher dann ruhig einen Schritt nach hinten gehen und nur bis hier zur Hüfte ziehen. Genau.
Yes. Nicht zu viel auspowern, aber da habt ihr schon mal diese Aktivation vom Chor, die wir gleich auch brauchen. Ich hab nicht gedacht, dass man das bei der Übung erzeugen wird. Das ist, halt das ist das Geile, man lernt immer mehr. Das ist das Krasse. Wenn man sich mit Leuten verbindet, ist es scheißegal, wie alt jemand ist, wie lange jemand etwas macht. Man kann immer lernen. Ne? Es gibt auch mega viele Übungen, die man halt noch zusätzlich machen kann, weil man einfach so ein anderes Körpergefühl dann bekommt von den, von den Übungen, was man noch nie gemacht hat. Dann neu ist es halt immer irgendwie eine Umgewöhnung dann. Mhm. Ist auch cool, das so ein bisschen zu variieren, nicht immer dasselbe. So. Ja. Ist auch dann irgendwann stumpf. Okay, wir fangen einfach an mit der leichtesten Progression. Mhm. Tuck Front Lever. Also das heißt, ihr macht eure Beine einfach komplett klein. Das ist am leichtesten zu halten. Einfach hier, zack, reingehen. Schön raus. Zack, halten. Arme schön gerade. Und nicht versuchen, so durchzuhängen, sondern schon ein bisschen die Schulter nach hinten. Brust raus. Genau. Arme schön gerade. Genau. Mach dich ruhig ein bisschen kleiner. Ja. Sehr gut. Nice. Und nicht maximal halten, lieber so bei 70-80% schon wieder raus. Genau, Arme gerade. Ein bisschen tiefer, Hüfte. Ja. Yes, genau der. Ja, halten, halten, halten. Ist entspannt? Das ist super entspannt. Okay. Nicht zu doll, so zum Warm-up. Wir machen dann die schwereren Progressionen. Also das läuft schon mal richtig gut. Da könnt ihr halt immer darauf achten, dass eure Arme wirklich so gerade sind, dass ihr so richtig die Stange versucht so zusammenzudrücken quasi. Wir machen jetzt von dort einfach in Advanced Tuck rein. Das heißt, wir öffnen die Beine. Dabei wichtig, dass der Core fest bleibt und wir nicht wackeln. Deswegen habe ich jetzt auch gerade schon den gemacht. Ich gehe mit den Füßen hier rein, weil dann komme ich gar nicht erst in dieses Wackeln. Gehe hier rein und dann öffne ich die Beine. Zack. 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 Vielleicht 3-4 Reps. Genau. Schön klein bleiben, ein bisschen öffnen. Ja. Ja. Und Hüfte schön tief lassen. Ja. Spürt man in den Abs. Ja, Arme schön gerade, Arme schön gerade. Ja. Nice. Ja, sehr gut. Das ist etwas, was ich sagen muss. Die beiden Übungen spüre ich tatsächlich richtig im Rücken. Ja. Das ist krass. Aber auch in den Abs. Das ist auch total. Nicht zu unterschätzen. Ja. Wir können jetzt noch einen Attempt machen, wo wir wirklich so weit öffnen wie möglich. Also so ein Maximal-Attempt. Für mich ist das zum Beispiel jetzt halt Full Front Lever einfach gestreckt. Ja, genau. Für euch kann das zum Beispiel sein, ein Bein anwinkeln. Oder Half Lay ist auch eine geile Variante. Ja. Ich zeige einmal Half Lay. Half Lay ist quasi, ich gehe hier hin. Und hier. Also hab nur alles gerade, außer die Beine, die sind halt dann angewinkelt so. Und Advanced Tuck ist aber auch eine Progression, die sehr gut ist, die man unbedingt immer üben sollte. Also Advanced Tuck ist schon sehr schwer. Wie der Name sagt, Advanced halt. Hier halten. Und das ist schon eine Progression, wenn man die 10, 15 Sekunden hält, dann ist man schon richtig, das heißt, richtig gut dabei. Versuch mal den Advanced. Genau. Yes, schön Arme gerade. Ja, yes. Kannst die Fersen noch mehr zum Po machen. Ja, genau. Yes, nice. Sehr gut. Stark. Ja, sagst du? Der war richtig stark. Ja. Fersen anziehen. Ja, yes, 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 yes. Nice. Sehr stark. Nice. Danke. Machen wir noch ein Set einfach, weil es einfach gutes Training. Nein, das diese, ist das, was diese wollen. Advanced Tuck, vielleicht 4-5 Sets sind sehr gut. Perfekt, super. Ich mach Full. Ich mach Full. Sehr gut. Oh. Ja, Arme gerade, Arme gerade. Yes. Nice. Also ich könnte den schon länger halten. Aber nicht maximal genau, halten. Genau. Sich immer ein bisschen früher raus. Ja, sehr stark. Sehr stark. Leute, es ist nicht zu unterschätzen. Das geht richtig. Für mich ist es genau perfekt für Mittwoch. Weil samstags mache ich immer weighted.
Und ich brauchte was Gutes für den Mittwoch, weißt du? Ja. Das werde ich jetzt alles einmachen. Frontlever. Wir machen noch zwei Sets und dann machen wir noch so eine Core-Übung und Dragon Flex. Geil. Dragon Flex auch sehr gut. Ich will Frontlever Pull-Up. Ja, genau. Aber der ist so schwer full, ja, aber ja. Mit einem Bein geht. Yes, nice. Stark. Mir wird immer so schwarz vor Augen kurz, wenn man so alles anspannt. Ja, nicht zu doll, nicht zu lang. Lieber ein bisschen früher raus. Ja. Nice. Yes, stark. Man braucht auch viel Pause halt zwischen den Übungen. Ja. So. Also, man will immer wieder schnell wachen, aber das ist sehr hart. Das ist ja das, was ich mit Andi immer mache. Sie ist immer im Workout, weißt du? Ja. Und das ist ja auch was bei Knast, Pyramide, du hast keine Pause. Das ist was ganz anderes. Du bretterst eine Stunde durch. Ja. Und da bin ich immer im Kopf, so muss ich mich so, weil ich habe auch gerade gemerkt, boah, wenn man das so vier Runden mit 30 Sekunden macht, das ist ja dann nicht das sauber Technische, was wir ja beim Frontlever wollen. Genau, ist halt wie auch Maximalkraft. So. Genau. Wenn du Powerlifting machst und richtig viel Deadlifts, dann machst du auch länger Pause, damit du das wieder heben kannst. So. Weißt du, das sage ich dir auch immer. Ja, ist auch entspannt im Park, einfach ein bisschen chillen, reden und dann nächstes Set. Ja. Machen wir noch ein Set und dann noch eine Übung und dann Dragon Flex. Schön Arme gerade, ja. Nice. Bisschen tiefer. Yes, genau der. Ja. Pass auf, dass du nicht ins Hohlkreuz kommst. Ja. Am Ende warst du im Hohlkreuz. Ich Hohlkreuz, hab ich gemerkt. Ja. Das sag ich, ey Bro, ich sag's in jeder Sportart, die Hüfte. Ich hab's immer wieder gesagt. Du spielst Golf? Ja, rate mal was. Hüfte. Ja. Hockey? Ja, rate mal was. Fußball. Alles ist Hüfte. Alles. Stimmt. Kampfsport, Kelly. Egal wo, ihr braucht einen starken Chor. Es muss hier genau stimmen. Guck mal, viele Leute könnten jetzt gewisse Sachen gar nicht mitmachen. Ich bin dankbar, dass ich einen starken Chor habe, dass ich einfach manchmal schon gewisse Sachen auf dem Level sein kann. Und das habe ich einfach nur meinem Chor mit zu danken. Als ich das erste Mal mit der Twist Dragonfly gemacht habe, war so, oh mein Gott, krass. Weißt du, Stark, weil ich einfach immer schon meinen Chor stark halten habe. Ne? Ja, auf jeden Fall. Chor ist sehr wichtig und kann man auch. Man kann halt viel Plank machen und einfach irgendwie Core trainieren, aber wenn man das halt spezifisch nochmal richtig aktiviert, das ist was anderes. Richtig. Also es bringt einen auch nicht 10 Minuten Plank zu halten dann im Endeffekt, sondern diese richtige Aktivierung und richtig krasse Spannung, vor allen Dingen für Frontlever halt, hältst du ja nicht 10 Minuten, sondern nur halt kurz und dafür richtig. Okay, ich habe noch eine Übung für euch, die ist ein bisschen Koordination und auch gute zum Kraft aufbauen. Zack. Erstmal in so ein L-Sit quasi rein und dann wie so ein Deadlift über Kopf an der Stange. Genau, Beine gerade und jetzt ziehst du die Hüfte gerade hoch. Ja. Schade. Nice. Bam. Und Beine schön nah an der Stange lassen. Ja. Nice. Stark. Ich liebe es einfach, neue Sachen zu lernen. Das ist für mich so geil. Ja. Mach deine Arme gerade und Hüfte richtig gerade. Genau. Ja. Stark, stark. Richtig gut. Nice. Damit haben wir bald die Muscle Up. Ich merke jetzt die Übungen, die ich heute gelernt habe. Ich muss die einfach nur konstant zweimal die Woche in mein Training einbauen. Und ja. Ich glaube, der Frontlever, den sehen wir dann. Aber wir können noch einen machen mit Pull. Das können wir probieren. Das ist hart, aber wir können es einfach probieren. Ja. Und zwar für Frontlever Pull-Up halt in der Position. Mit dem L versuchst du hochzuziehen quasi. Das heißt, du machst deine Beine gerade so und in der Position, zack. Und das Wichtige ist halt da, dieser bisschen False Grip. Weil wenn du hier bist, ist es viel schwerer am Anfang. Geht auch, aber dafür brauchst du viel mehr Kraft. Deswegen ein bisschen diesen Overgrip. Zack, ja, ist da. Nice, ja. Ja, yes, stark. Alter. Hey, stark, richtig stark. Nice.
sehr gut, ja. Ich war überrascht, wie krass, du bist richtig krass hochgekommen. Deine Hüfte ist halt auch jetzt noch hochgekommen. Ja. Du warst jetzt nicht komplett in Spannung, sondern ein bisschen so, aber explosiv, richtig krass. Du musst das üben. Genau. Ja, nice. Stark. Stark. Richtig stark. Boom. Heftig, ja, richtig gut. Das ist wohl der Grund, warum sie alle Frauenrekorde auf der FIBO in Klimmzüge gebrochen hat. Ne? Und das Krasse ist, als wir angefangen haben, konnte sie einer der Klimmzüge. Weil viele denken immer, das ist ihr Gewicht und es ist von Natur aus. Ja. Bro, vor 3 Jahren konnte sie ein und wirklich mit Knien und Zittern. Weißt du, also es ist richtig einfach, durchgezogen im Pull-Ups dann. Sie ist seit 3 Jahren jeden Tag, jede Einheit mit mir. Richtig. Wir haben cool. jetzt einfach richtig krass durchgezogen. Ne? Lass erstmal Muscle-Ups, weil sonst ist die Power die weg. Genau. Jetzt ist schon Power ein bisschen angegriffen. So. Also nein, aber wirklich, es sind jetzt ein paar Übungen gewesen. Man unterschätzt, wie intensiv das ist. Also ich spüre richtig hier hinten alles. Ne? Das ist krass. Bei mir auch, mein Rücken ist komplett. Mein Rücken ist aufgepumpt, als hätte ich gerade 10 Runden 10 mal 10 gemacht oder so. Ja, ich fühle mich auch total gut. Okay, Muscle-Up an der Stange. Ist gut. Also bei Clean Muscle Up ist halt wichtig, dass man die Hüfte schon auf Spannung bringt und den Core. Also, dass man hier in der Position eben wie Frontlever bleibt und versucht, in der Spannung hochzukommen. Genau. Und nicht die Hüfte knickt oder die Beine. Das ist der Clean dann. Ja, okay. Am Anfang ist es nicht so schlimm, wenn man erstmal ein bisschen so kickt, dass man hochkommt. Aber versuchen nicht über eine Seite, sondern über beide so. Ja, das ist ein anderer Level von Muscle Up. Da will ich hinkommen. Ich habe jetzt halt diesen bisschen Overgrip, weil dann kann ich viel leichter den Switch, diesen Transition machen. Ich glaube, ich mache erstmal so, wie ich mache. Ja, mach so. Ja, nice. Ja, ich kann noch Muscle-Ups. Ja, fast. Was sagst du, müsste sie jetzt noch konkret ändern, dass sie vielleicht so hoch? Ja, noch mehr explosiv und den Grip. Weil dein Grip ist hier. Und wenn du hier bist, dann stößt du an dieses Limit, weißt du, wenn du hier bist, so, und dann kommst du nicht höher. Was ich bei dir sehe, ist, dass du immer hier bist. Und was er von dir will, ist wirklich, dass du übertreibst mit deinem Griff. So, am besten so. Ist halt, kannst du auch mal probieren, so zu halten einfach nur. Diesen Foils-Grip ein bisschen. Ja, ja, genau. Den einfach? Genau. Lass mal aushängen so. Lass mal aushängen. Genau. Und jetzt kurz Pause gleich. Und wenn du die Arme... Also bei Muscle-Up ja ein bisschen enger so. Wenn du den hast, kannst du probieren, auch vielleicht mit kleinen Jump diesen hoch und dass du erstmal nur diese vom Grip her beibehältst. Ja. Das ist gut. Was du halt vermeiden willst, ist dieses bisschen Kippen. Wenn du jetzt trainieren willst für diese Explosivkraft, willst du versuchen, wirklich dieses Kippen abzuschalten und dann nur aus der Kraft, also quasi wirklich so. Weißt du so? Die Züge, die wir machen, dieses, was ich immer, weil ich mache auch immer zum Beispiel so. Weißt du, dass du einfach das ist, versuchst? Ja, wirklich dieses. Und dann in die Spannung und nicht dieses Wackeln oder. Wenn du willst, kannst du mit den dünnen Bahnen probieren, Muscle Up. Du gehst einmal so rein quasi und dann direkt hoch. Achte auf diesen False Grip und Beine schön gerade lassen, weil dann supportet dich das Band am meisten. Gehst du mit einem Bein immer rein? Mit beiden Beinen. Ich gebe dir einen kleinen Push an deinen Füßen, okay? Okay. Ja, erst False Grip, genau. Und dann dieses Pendeln auf 3. 1, 2 und 3. Ja. Jetzt kannst du direkt noch einen machen, hinterher und wieder hoch. Ja. Noch ein? Yes, nice. Das war wohl deine Hilfe, danke. Nee, aber das ist ja der Punkt. So ich habe ein bisschen Push natürlich schon gemacht, aber du bist gut rumgekommen. Also, ja, ich habe es gespürt. Beim ersten auf jeden Fall. Danke. Nice. Geil, nice. Man muss halt aufpassen, dass man mit Band nicht zu weit weg von der Stange ist. Mhm. Du musst schon relativ nah dranbleiben und dein Schwerpunkt dann über die Stange. Was sagst du zum Reinspringen am Anfang, wenn man so... Kannst du schon machen. Ist gut, dann kommst du in diese Vorspannung und dann gehst du direkt hoch. Okay. Ja. Nice. Ab. Ja.
Du hast richtig explosiv Kraft auf jeden Fall. Ja, das schon. Richtig gut. Mich nervt auch, dass ich halt noch nicht dieses, weißt du, dieses, dass die Beine nicht gerade bleiben. Nicht gerade bleiben, ja. Du kickst dich halt noch mit den Beinen hoch und mit diesem Momentum arbeitest du viel so. Aber ist gut, also so kommst du auf jeden Fall schon mal rein in diese Technik mäßig. Aber jetzt musst du halt probieren, diese Explosiven zu machen und komplett gerade zu bleiben. Also du gehst wirklich hier ran und dann versuchst du so hoch zu ziehen, wie du kannst. Und immer diesen Schwung nehmen, aber komplett hier die Spannung behalten. Und dann nicht cheaten oder so, sondern halt vielleicht schaffst du bis zur Chest einfach. Und dann aber dieses vom selben Timing und selben Schwung so. Bisschen pendeln, weißt du, so. Genau, Spannung und dann pullen. Und pull. Ja. Und pull. Ja. Und noch ein. Ja. Nice. Und achte auf diesen Vollscrip halt ein bisschen. Weil wenn du den nicht hast, ist es viel schwerer. Ich komme auch ohne Vollscrip, komme ich auch nicht hoch. Höher als so. Weißt du? Weniger Reps, nicht so viel. Diese E-Mom bringt dir halt da nichts in dem Aspekt. Guck mal, das war ja das Witzige. Wir haben ja die Villain Org gehabt, 180 Tage. Und in der Villain Org war mein Ziel Muscle Up. Ich habe das aber bis zum 110. Tag nicht geübt, sondern ich habe die Explosiven gemacht. Mhm. Und dann hat er Muscle Up geschafft, seinen ersten. Und das hat voll an mein Sportler-Ego gekratzt, dass ich direkt da gesagt habe, ab heute trainiere ich Muscle Up. Ja. Und dann habe ich es aber da probiert und konnte den. Direkt so wie jetzt. Ja, weil ich gerade diese Explosiven... Ja, ja. Also kurzer Fun Fact, wenn ihr die Explosiven spammt, Bro, und ich mache keine 20 Wiederholungen, ich kann 30 Wiederholungen Klimmzüge machen, ich mache 5 Explosive immer. Weißt du? 5x5. Bam, bam, und bam, das ist schon schwer, halt diese 5x5 explosiv zu machen. Also Pull-Up ist halt nicht gleich Pull-Up. So. Richtig. Wenn man halt irgendwie so ein bisschen Pull-Ups macht, bringt einem das wenig, als wenn man jetzt Chest-to-Bar macht. Richtig. Chest-to-Bar. Das ist so, es gibt halt, guck mal, meiner Meinung nach, ne, wenn du Weighted machst und du hast hier 30, 40 Kilo, solltest du hier hinkommen. Ja. Hier, aber wenn du normale und advanced bist, Pull-Ups machst, solltest du wirklich hier mindestens, also ich ziehe immer meinen Solar Plexus an, dass ich hier ungefähr einen Druck drauf habe und spüre, weißt du? So, das ist für mich mein Pull-Up. Ja, es gibt viele Varianten auch, man kann auch halt viel kombinieren, dann kannst du auch Chin-Ups machen, machst du ja auch immer. Auch für Bizeps finde ich geil. Side-to-Side, diese Archer-Pull-Ups sind auch gut. Ja. Und das ist auch gut in der oberen Position dann zu halten, weil du wirst in der oberen Position dann stärker so. Die Archers muss ich üben. Weißt du so? Knack, knack, knack. Die sehen auch verrückt aus. Ist auch gut für One-Arm-Pull-Up irgendwie. Also, ja, genau. Ja, wenn du den halt wirklich aus einem Arm so ziehst, ist der advanced. Ja. Du kannst aber auch theoretisch hochgehen und dann auf eine Seite ein bisschen rübergehen. Genau. Oder du ziehst halt ein bisschen mit einem Arm noch so ein bisschen angewinkelt. So. Ja, dann weiß ich ja, was ich üben muss. Ich müsste ja eigentlich von Dinge dann den Gummiband hier und dann mich hier hochziehen können. Den Gummiband hier halten. Ja. Für One-Up-Pull-Up kann man auch mit Gummiband machen, ja. Ey, wenn ich One-Up-Pull-Up, dann breche ich das Innere. Deshalb ist es, ich habe Ziele, das wissen wir machen, dann. Ich habe eine Übung. Wir machen einfach das. Du greifst so, dann drückst du das so runter. Dann cheatest du nicht quasi, weil so cheatet man immer ein bisschen. Mm. So. Und dann. That's. Und je weiter du oben halt greifst, desto mehr Support, weißt du? Wie geht der Exercise? Let's go. Oh, okay. Ja. Jetzt whole another level. Wir fangen mal oben an. Vielleicht näher am Band, bisschen näher. Mit der Hand, weißt du, dass du da in die gleiche Richtung, dass das zieht. Ja. Ja, okay. Ja. Wir sind da. Wir haben irgendwo einen Anfang. Es muss ja irgendwo anfangen. Okay? Ich freue mich. Jetzt habe ich einen Anfang. Jetzt weiß ich, wo ich anfangen kann. Ja. Ja. Yes, let's go. Okay. Come on. Okay. Whoa, let's go. Nice. Da war. Komm, geh dran. Ab. Yes, nice. Okay, das ist auf jeden Fall krass. Geil. Okay. So, Leute, also, wir haben heute wieder so viel lernen können. Ja, Mann. Und das ist halt wichtig, Leute. Lasst die Egos weg.
Lass dein Ego weg. Es ist scheißegal, wer du bist oder was du im Leben erreicht hast. Fang immer wieder bei Null an und sei bereit zu lernen. Bro, ich danke dir vom Herzen, ja, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir werden uns jetzt immer verbinden, wenn wir in Hamburg sind. Das ist für mich jetzt ein Muss. Mhm. Wir werden die Jungs von CaliX unterstützen, ehrenamtlich machen die Jungs das, ehrenamtlich, okay, das ist hier kein bezahlter Beruf und er macht das wirklich mit Licht, deshalb geht mal, wir blenden jetzt einmal den Instagram ein, geht mal rauf, folgt rein, Leute, wirklich, das sind Projects, wo wir wirklich sagen können, wild, ja. Frage, die jetzt viele fragen, weil du coachst jetzt den Coach. Wann hast du deine eigenen Trainingspläne? Weil das interessiert die Leute. Andi hat seins rausgebracht. Ich glaube, Drachen des Westens hat seins rausgebracht. Ich habe meinen rausgebracht. Wann kommt mal was von dir? Also ich gebe ja Trainings in Hamburg. Mhm. Also man kann quasi zu meinen Trainings kommen, von mir lernen. Richtig. Also mehrmals die Woche gebe ich Calisthenics-Kurse. Krass. Und man kann mich halt auch sonst auf Instagram anschreiben oder auf Social Media erreichen. Und ich bin gerne da, auch Richtung Personal Training, Richtung Skills, je nachdem, was man lernen will. Wenn man seinen ersten Klimmzug lernen will, ich bin gerne da und supporte die Leute und versuche, dass alle sich bewegen. Ne? Alle müssen Sport machen. Ich finde das gut. Bewegung bringt auch Leute zusammen. Auch diese sozialen Aspekte sind sehr wichtig. Mhm. Nicht nur einfach nur trainieren, sondern einfach zusammenkommen, trainieren, voneinander lernen. Diesen Austausch, das feiere ich auf jeden Fall. Und ja, danke, dass ich hier dabei sein konnte, euch was zeigen konnte. Danke für deine Zeit. Stark. Vielen, vielen Dank, Leute. Schaltet ein nächste Woche. Wir sehen uns.